Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Video bei Pet Fanatic. Wie ihr sehen könnt, ist es das ultimative Duell Panini gegen Topps, die Euro 2020 Stickersammlung gegen die Euro 2024 Stickersammlung. Ich dachte mir, ja, wird viel darüber diskutiert, was ist besser, was ist schlechter. Topps vieles falsch gemacht, vieles richtig gemacht. Und ich dachte mir, schauen wir uns doch einfach mal beide Kollektionen an. Hier bin ich noch dabei zusammen. Nebenbei schauen wir auch mal, wie viel ich hier schon gesammelt habe und was noch alles fehlt. Die hier ist selbstverständlich komplett. Und ich würde vorschlagen, wir gucken uns die beiden einfach mal an. Und ich würde sagen, wir starten einfach mit den ersten Seiten und gucken uns einfach an, was hier Panini uns zu bieten hat. Also die ersten Seiten, Erklärungen. Dann haben wir hier die ehemaligen Sieger, wer wie oft gewonnen hat. Die ersten Sticker in Glitzer, Pokal, Maskottchen, ich glaube, das ist relativ gleich. Dann natürlich, wo was stattfindet, die ganzen Austragungsorte, die Stadien, in ja auch einem gezeichneten Style, ist ja jetzt auch anders, aber oder so ähnlich, aber halt als Sticker. Dann gibt es hier nochmal den ganzen Matchplan, wer gegen wen spielt. Man muss natürlich sagen, hier in der Euro 2020 war natürlich etwas einfacher, da die Playoffs-Teams nicht dabei sind und hier schon klar war, wie die Gruppen sind. Dann haben wir hier, was für mich auch immer wichtig ist, was es für verschiedene Sticker gibt und was für Statistiken. Hier sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Statistiken. Wir haben hier Statistiken, die Mannschaften gegeneinander, wie der Vergleich ist. Dann haben wir die Erfolge der einzelnen Mannschaften in den letzten Jahren. Dann haben wir Mannschaftsfotos, aber nicht diese normalen Mannschaftsfotos, sondern Torjubelfotos, würde ich jetzt behaupten. Und dann kommen wir zu der Seite mit den Spielern. Alle in diesen Orange gehalten, was die Farbe des Turniers war. Von daher finde ich das ganz okay. Dann seit wann sie sind, ich gehe mal davon aus, wann sie Nationalmannschaft spielen. Das noch ein bisschen hoch, dann sieht man ein bisschen mehr. Dann das Geburtsjahr, denke ich, darunter. Und ja, Größe, Kilogramm. Dass Italiener sind, ist ja klar. Und der Name, was mir hier leider fehlt, was in dem neuen aber drin ist, ist, bei welcher Mannschaft wir gespielt haben. Gerade jetzt, wenn ich zurückschaue vor 4 Jahren, würde ich gerne wissen, wo hat vor 4 Jahren Immobile gespielt? Wahrscheinlich Lazio Rom. Oder war das die Zeit vorher bei Dortmund? Ich denke nicht. Naja, aber ihr wisst, was ich meine. Dann haben wir einen schönen Glitzer-Sticker von dem. Da sieht man den Effekt. Ja, der hat so einen krass coolen Effekt von dem Wappen. Und das zieht sich, glaube ich, genau. Ach nee, genau, es gab dann noch, stimmt, es gab dann noch die Spieler, die es hier als diesen Sticker gab, es nochmal als halbes Sticker, als so eine Mannschaftself, mehr oder weniger. Stimmt, damals habe ich noch kritisiert, dass es leider hier keinen Trainer gibt, noch so. Es wäre halt noch auch geil gewesen zu wissen, was für Trainer dabei wären. Und dann gehen wir nochmal hier durch. Kommt noch irgendwas Besonderes? Das geht jetzt, das Spiel ist jetzt Gruppe für Gruppe immer gleich. Gucken, ob hier noch irgendwo in der Mitte oder so noch was kommt. Und dann gucken wir uns das Ende natürlich an. So. Dann war zu den Sticker, ja, mit grauem Hintergrund, ja, relativ simpel gehalten, sage ich mal. Aber ich finde es okay. Das Design finde ich okay von den Stickern. Aber hier gab es hier nichts in der Mitte irgendwie. Scheint so als. Ach doch, hier haben wir die Mitte und hier gab es nur Werbung für die App zusammen. Okay, gut. Dann kommen wir jetzt zum Ende. Ach, guck mal, hier ist auch noch Deutschland. Das gute Team von der Euro 2020 mit Luca Waldschmidt als Sticker. Krass. Guck mal, mal kurz. Julian Draxler auch noch als ein Sticker. Tilo Kehrer, Ginter und der Klostermann. Bernd Leno. Robin Koch war hier damals schon dabei. Ich weiß gar nicht, was ihr euch beschwert, dass der nominiert wurde. Ja? Der war auch vor 4 Jahren. Jedenfalls als Sticker dabei. Okay, gucken wir weiter. Dann die letzten Seiten. So, Portugal. So, da haben wir die letzte Seite. History. Da geht es um die UEFA European Football Championship. Einmal die ganzen Finals der letzten Europameisterschaften zusammengetragen. Mit Ergebnis, mit Foto, mit Torschützen sogar. Charles Dias, das war krass. Ja, leider die Fotos nur aufgedruckt, nicht als Sticker. Das als Sticker wäre natürlich geil, muss ich ehrlich sagen hier. So ein Klinsmann müsste das sein, glaube ich, vor der Queen.
Ja, steht den als Sticker, das wäre schon nice. Und dann gibt es noch eine schöne Seite mit Rekorden, auch interessante Statistiken. Die meisten Tore als Team hat Deutschland gemacht. Der jüngste Spieler war Jethro Willems von den Niederlanden. Und dann sind wir auch schon durch. Okay, das war das Panini-Objekt der Begierde von der Euro 2020. Dann schauen wir uns das Ganze jetzt nochmal für die Euro 2024 an. Die meisten haben es vielleicht noch so im Blick, aber jetzt haben wir mehr oder weniger den direkten Vergleich. Auch hier haben wir Erklärungen. Nur im Gegensatz zu, bin mir jetzt gar nicht sicher. Ja, nicht ganz. Hier haben wir nur eine Auflistung. Ne, das ist, gehört auch noch zur Erklärung. Aber eine Inhaltsangabe in dem Sinne gibt es hier nicht. Ist hier aber auch notwendig, weil hier wurden ja die ganzen Sticker noch nach Nummern nummeriert. Und hier sind die Sticker ja nach den komischen Vereinen oder Nationalitäten. Also bei Germany ist es dann GR1 von. Also, ihr kennt es ja, was erkläre ich hier? Auf jeden Fall ist das hier wichtig, die Seitenangabe, damit man weiß, wo man die hinklebt mit der Seitenzahl. Dann die Erklärung haben wir auch. Dann die Sticker. Bei Panini waren die Sticker aber in Glitzer. Das finde ich schon geiler. Sieht schon geiler aus, muss man ehrlich sagen, als hier solche trostlosen normalen Sticker. Dann die Stadien. Gab es bei Panini gar keine Sticker, sondern nur eine kurze Auflistung. Hier haben wir die Sticker, die in diesem ja, Comic-Style, sage ich jetzt einfach mal, sind. Und dann nochmal hier in so einer Übersicht und wo die in Deutschland liegen. Finde ich ganz geil. Ja, auch mit diesem Germany. Würde ich sagen, finde ich besser. Also die Seite fand ich Panini besser. Die Seite finde ich hier besser. Hier gibt es auch noch eine Erklärung zu den Stadien, wie die heißen, welche Clubs die gehört, in welcher Stadt die sind und wie viele Einwohner die Städte haben. Interessant. Kleinste Stadt Gelsenkirchen mit 263.000. Ja, zu Recht. So, gucken wir weiter. So, dann bei Panini hatten wir ja von den Teams nur einmal diese ganz vielen Statistiken und diese Teamübersicht, wo die sich ja, gefreut haben, das wissen wir ja. Hier bei Tops wird es etwas komplizierter, denn wir haben zum einen, finde ich ganz geil, auch was über die Städte. Ob das als Sticker sein muss, weiß ich nicht. Da hätte vielleicht auch einfach nur ein Eindruck, also nur ein Druck gereicht. Das Design hier, ja, kann man drüber streiten. Ich bin nicht so der große Fan. Auf jeden Fall haben wir auch, wann die spielen. Bei Panini war es in der kompletten Übersicht. Hier haben wir so, ist in Ordnung. Was hier mir leider fehlt, ist bislang irgendwelche Statistiken. Was ganz schön ist, hier Player to Watch, Starspieler, paar Spieler rausgenommen, die besonders sind. Das finde ich eigentlich ganz geil, kann man gerne machen. Zu jedem Dingens, zu jedem Land. Das ist ganz cool. Und dann kommen wir schon auch zu den Spielern. Also ein richtiges Mannschaftsbild gibt es ja nicht. Nee, genau. Und dann gibt es hier auch noch dieses Clubbild. Okay. Ja. Also ich bin ganz ehrlich, ich bin ein Fan von Statistiken. Das finde ich halt ganz geil, aber ich mag halt nicht, dass hier gar keine Statistiken sind. Das fand ich halt in den Panini-Heft viel, viel besser. Was hier viel, viel besser ist, was für mich einer der wichtigsten Punkte ist, wir haben die Mannschaften, in denen sie spielen, außer Kahn, der ist Legend, aber die stehen hier daneben. Das finde ich wunderbar. Interessanterweise stehen keine Namen hier drin. Es gibt, ich weiß nicht, ob das bei der letzten Euro war, die sind alle aufgeklebt, da kann ich nicht sehen. Es gibt ja bei einigen Stickeralben stehen dann die Namen schon eingedruckt, damit man sich auch nicht verklebt. Hier geht es halt wirklich nach Nummern. Man kann natürlich anhand, ja, der Mannschaft gucken, ob es vielleicht passt oder nicht. Und ja, zum Beispiel hier Union Berlin, hätte man davon ausgehen können, ja, das wird wahrscheinlich Robin Gosens sein. So. Die Sticker an sich. Sehr dynamisch, moderner, aber ich glaube, ich finde diesen klassischen Stil, wie das bei Panini war, wo einfach nur der Spieler zu sehen war, mit dem, ja, der graue Hintergrund ist ein bisschen traurig, das macht mir ein bisschen träger. Aber ansonsten, ja, hier konnten wir ja nicht, hier sind ja Trikots hier nicht, weil sie keine Lizenzen hatten, aber irgendwie hat das auch was, dass nur die Köpfe sind. Aber trotzdem mit Trikots ist halt schon geiler. Dann sieht man auch, welches Trikot in diesem Jahr getragen wurde. Statistiken haben wir hier nur ein paar kleine. Wie oft gewonnen wurde, meiste Spiele, meiste Tore in der, während der Euro. Ich glaube auch mit Qualifikation aber. Oder nicht? Hier wahrscheinlich nicht. 19 wäre ein bisschen wenig mit Qualifikation. Naja.
Diese, das steht vielleicht hier in der Erklärung. Most Euro Golds. Ja, dann gehen wir davon aus, dass das wirklich nur während des Turniers war. Okay, okay, das zieht sich hier durch. Das ganze Spiel kennen wir ja schon. Und das halt zu jedem Land. Ja, nebenbei seht ihr auch schon, wo ich schon viele Sticker habe. Glitzersticker, auch natürlich Wappen, wie bei Dingens. Finde ich, glaube ich, von Panini etwas besser. Aber hier schön, dass auch noch ein Spieler oder zwei weitere Spieler einen Glitzersticker bekommen. Finde ich ganz geil. Genauso finde ich geil, dass es auch Parallels gibt. Einfach mal eine andere Art mit anbieten. Man muss die ja nicht einkleben. Man kann die auch theoretisch verkaufen oder auch so einzeln sammeln. Das ist ja egal. Aber ich finde es eigentlich ganz geil. So hat man nochmal ein bisschen Spaß beim Öffnen, dass man vielleicht etwas Besonderes zieht. Bin ich eigentlich ein Fan von. Ansonsten, ja, hier haben wir auch nochmal mit den Ländern. Ja, ob das sein muss, so eine Sache. Hier nochmal die Player to Watch, die finde ich ganz geil. Und das mit der Unterschrift feiere ich auch. Ich muss, wenn ich zu einem Urteil kommen müsste, in der Zeit, in der ich rede, blätter ich einfach mal durch, dann seht ihr, was mir noch fehlt, wie weit ich bin. Es wird übrigens in den nächsten, das finde ich auch ganz geil. Man kann sich hier sein eigenes Traumteam mit den Stickern erstellen. Das finde ich echt geil. Das ist ein geiles Nice-Web. Besser als diese Doppelseite mit Werbung von Panini, auf jeden Fall. Hier haben wir die andere Werbung, war klar, dass es nicht ohne Werbung geht. Aber, ach ja, eine Sache noch. Die Playoff-Teams. Das war natürlich, dadurch, dass die Playoffs so spät waren, ein ja, kleines Problem für die Hersteller, aber ich finde, die haben das gut gelöst, indem sie einfach alle mitnehmen. Da sind auch mal ein paar Länder dabei, die wahrscheinlich sonst nie mit dabei werden, weil sie sich auch einfach, ja, so gut wie nie qualifizieren, und dann haben sie auch mal die Möglichkeit, dass sie da sind. Und ja, dadurch, dass zwei von denen auf einen Sticker sind, ja, bekommt man die auch relativ schnell gesammelt, wie man hier sieht. Finde ich eigentlich eine sehr, sehr gute Lösung, die sie gefunden haben. Und was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass die nächsten Videos auch mega interessant werden, denn wir werden in den nächsten Videos die Gruppen ausspielen. Wir machen ein Orakel, wir öffnen, ja, ich denke mal so 10 Packs und gucken, von welchem Land, in dem Beispiel Belgien, Slowakei, Rumänien und der Playoff-Winner, da weiß ich gerade nicht, wer es überhaupt ist, naja, wie auch immer, von den vier Ländern werden wir dann die Sticker ziehen, und von denen, die wir am meisten haben, der ist dann Gruppensieger und der ist dann sogar in unserem Orakel sozusagen eine Runde weiter. Aber ich erkläre das dann auch dann bei den nächsten Videos. Das machen wir dann zu jeder Gruppe. Dann haben wir wieder einen kleinen Spaß beim Öffnen der Packs. Und ja, vielleicht machen wir auch Parallel 10 doppelt. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, was ihr denkt, so ein Parallel dann doppelt. Ja, ist, glaube ich, ganz geil, weil die auch hochwertiger sind. Schauen wir mal. Frage, ob haben die Playoffs Parallel Sticker? Ne, die haben nur solche. Ja, nee, das wäre unfair. Nee, das kann man dann nicht machen. Okay. Ja, grundsätzlich sind auch die Playoffs Teams haben grundsätzlich auch weniger Sticker. Aber die sind ja zweimal drauf. Dann zählt das einfach als zweite Runde. Ja, okay, ja, ich muss auch überlegen, wie wir es genau machen, aber das kriegen wir schon hin. Zurück zum Thema Vergleich. Was ich eigentlich sagen wollte, ich würde es mal so sagen. Das Heft an sich, das Sammelalbum, vom Design und vor allem vom Inhalt, bis auf, dass keine Vereinsnamen mit dabei sind, fand ich von Panini schon besser. War besser, viel informativer, mehr Statistiken, geordneter, nicht so durcheinander. Hat mir besser gefallen. Die Sticker an sich finde ich aber eigentlich von Topps besser. Auch die, ja, Mehrzahl an besonderen Sticker durch die ganzen Shiny Sticker mit dem Player to Watch und den Unterstift Sticker finde ich eigentlich schon geiler. Fürs Sammeln, fürs Öffnen hat das Top schon sehr gut gemacht. Auch diese Legend, hier nochmal Euro Legend, auch nochmal Sticker, ist nicht so wie bei Panini einfach nur hingeschrieben, was es für Historic Sachen gibt, sondern hier auch noch extra Sticker und ein paar Glitzer, die man auch noch in Parallel, finde ich eigentlich ganz geil. Und ja, das war es dann auch schon. Dann sind wir auch schon durch. Und ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben. Jetzt habt ihr mal so einen Einblick bekommen, wieso man hat immer so eine Erinnerung, ja, okay, früher war alles besser. Jetzt haben wir aber wirklich mal so einen Einblick bekommen, wie es früher aussah und wie es jetzt aussieht. Und könnt gerne jetzt einmal in die Kommentare schreiben, was ihr sagt. Welches Produkt ist besser, das von Topps oder Panini? Was gefällt euch bei denen mehr und was weniger?
Und das würde mich auf jeden Fall interessieren. Schreib es gerne rein. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in einem der nächsten Videos, wenn dann das Orakel mit den Gruppenspielen losgeht. Ich bin gespannt, welche Mannschaften dann weiterkommen. Und vielleicht spielen wir dann das Turnier sogar zu Ende. Schauen wir mal. Wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.